wir freuen uns drauf und ja, wir freuen uns auf Donnerstag. Paloma spielt auch alle 14 Tage auswärts, da in der Regel dann auch irgendwo auf Rasen, und das ist überhaupt kein Vorteil für uns, gar nicht. Also da sind schon alle Protestschreiben sind schon vorformuliert, weil das ist ja ein ungleicher Wettbewerb. Elfmeterschießen ist ja Glückssache, da ist es ja nun mal. Hat ein bisschen mit Qualität zu tun, aber auch ganz viel mit Glück. Und wenn die Anspielung in Richtung des Halbfinals gehen sollte, das Thema ist erledigt. Ich suche mir die 5 Besten aus. Wie wir wissen, mehr als 5 brauchen ja gegen Condor nicht zu schießen. Die 5 machen nichts anderes außer Elfmeterschießen üben, und da sehe ich uns dann relativ weit vorne. Ich sehe unsere Vorteile im Tempospiel. Das müssen wir aber erstmal auf den Platz bringen, in der Form, dass wir das Spieltempo auch hochhalten. Nur so wird es zum Vorteil, wenn es Paloma gelingt, eben dieses Tempo nicht zuzulassen. Aus welchen Gründen auch immer und durch welche Mittel auch immer. Dann sehe ich uns überhaupt nicht im Vorteil, sondern dann wird es ein Spiel auf Augenhöhe werden, von dem ich hier sowieso ausgehe. Wir sind mannschaftlich geschlossen. Ich glaube, wir sind sehr unangenehm zu bespielen, weil wir sehr zweikampfstark sind, sehr robust sind, sicherlich in erster Linie übers Kämpferische kommen, trotzdem ein bisschen kicken können. Das macht uns sicherlich, glaube ich, nicht zum Lieblingsgegner vieler Mannschaften. Und wichtig ist aber auch nur, dass wir die Attribute am Donnerstag hier zeigen, weil wir wissen auch um die Schwere der Aufgabe. Paloma ist zum einen extrem kompakt, extrem geschlossen. Hat extreme, aus meiner Sicht extreme Qualitäten bei Standards, haben sehr, sehr gute Offensivkopfballspieler, haben ihre Vorzüge absolut im Umschaltspiel. Wir werden uns dementsprechend darauf vorbereiten, um dass diese Stärken eben möglichst wenig und möglichst selten zum Vorschein kommen. Sie haben auch eine sehr, sehr gute Mischung aus hoher fußballerischer Qualität, insbesondere im Offensivbereich. Haben aber auch eben Typen dazwischen, die wissen, wann sie mal zur Sache gehen müssen, um mal Zeichen zu setzen, körperlich sehr robust sind. Und diese Mischung macht sie auch sehr gefährlich und, wie man ja gesehen hat, auch in der Oberliga immer im oberen Drittel anwesend, als echte Herausforderung auch am Donnerstag.